klären wir heute mal eine absolut essentielle Frage. Nikon Z5. Was ist im Karton? Heute mal ein etwas anderes Video von mir, mein allererstes Unboxing. Wenn euch sowas interessiert und ihr das öfter mal sehen wollt, was befindet sich eigentlich in so einer Verpackung, dann schreibt das ruhig unten in die Kommentare und vielleicht auch gerne dazu, was wollt ihr mal ausgepackt sehen. Heute, wie gesagt, Nikon Z5 im Kit mit dem 24 bis 50 mm Objektiv. Ihr seht hier neben mir auch schon diese absurde Stativgeschichte, die dann mit von hier oben filmt, was hier unten passiert. Also das ist so das Einzige, was ich mir an Schnitt in diesem Video gönne. Ich muss gestehen, ich habe so ein Ding selber noch nie ausgepackt. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Und bevor ich lang drum rumschnacke, fangen wir einfach mal an. Das Ganze kommt in so einer hübschen schwarzen Verpackung, wie wir das aktuell von den Nikon Z-Modellen und auch den Nikon Z-Objektiven kennen. Aber was drin ist, ist ja viel interessanter, als welche Farbe hat der Karton von außen. So, und dann schauen wir mal. Natürlich kommen wir erstmal zu einem kleinen Handbuch. Das ist, ich sag's mal charmant, die Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen. Das ist so, um erstmal eine Idee zu haben, was ist der Kram überhaupt, was macht welcher Knopf und welches Rädchen. Ist das eine feine Idee? Aber für das große Handbuch werdet ihr ein PDF benötigen. Das legen wir mal zur Seite. Dann haben wir Nikon 5 Jahre Objektivgarantie. Das ist auch eine feine Geschichte, lege ich auch mal weg. Also hier eine Menge Papierkrieg. Hier dann nochmal die Bedienungsanleitung zum Objektiv. Da übrigens ein dicker Tipp, sowas lesen die wenigsten. Objektivbedienungsanleitungen haben eine Daseinsberechtigung. Ich habe das früher erlebt in meiner Zeit im Laden noch, dass Menschen tatsächlich ihre Objektive kaputt gekriegt haben, weil sie nicht in die Bedienungsanleitung geschaut haben. Das ist heute wahrscheinlich alles etwas weniger filigran als damals, aber trotzdem, so ein Ding ist ein Blick wert, wenn ihr euch dafür entschieden habt. So, dann haben wir hier noch so ein bisschen Sicherheitshinweise, noch mehr Objektivgedöns und wir kommen in den Karton. Und das Ganze hat schon so ein bisschen was von Origami, wenn ich hier reinschaue. Ich finde das super spannend. Und ja, jede Menge Gedöns original verpackt. Und bevor wir hier zu dem Highlight kommen, das ist die Kamera, gucken wir uns erstmal an, was haben wir denn so an Kleinigkeiten dabei. Wir haben einen Gurt. Und ja, der ist nicht hässlich. Ich weiß nicht, ob ihr zwingend für euren Kamerahersteller Werbung laufen wollt, wenn ihr wenn ihr den Gurt tragt. Ich muss auch gestehen, mir persönlich sind diese mitgelieferten Kameragurte immer ein bisschen zu kurz. Ich setze auf lange Gurte, die ich über die Schulter tragen kann. Hier hat man eher diesen klassischen Touristenlook, wenn die Kamera um die Plauze baumelt. Was euch lieber ist, ist auf jeden Fall mit im Lieferumfang und ihr könnt die Kamera befestigen. Dann haben wir hier ein USB-C-Kabel, USB-A auf USB-C. Für die Datenübertragung gar nicht so verkehrt. Dann haben wir hier, ach komm her, das fummeln wir mal raus, das Ladegerät. Und das hat Nikon ganz hübsch gemacht. Wir haben hier einen universellen Stecker und dann gleich diverse Steckaufsätze, um das in verschiedenen Ländern auch benutzen zu können. Also ein ganz normaler Akku-Charger dabei. So, legen wir auch mal zur Seite. Spannend. Dann natürlich das entsprechende Stromkabel. Ach guck, nee, sie haben auf die Adapter verzichtet. Kehr, das war bei den 5000er Modellen aber anders. Und ich glaube, bei den 7000ern auch, korrigiert, wenn ich mich irre. Hier haben wir also ein typisches Kabel, was wir hier für den deutschen Markt verwenden können. Okay, und da haben wir hier natürlich ganz klar das Objektiv in einem, eher schmucklosen Kartönchen, das ist aber okay, es ist auf jeden Fall gut verpackt, gut gesichert, auch das fummeln wir mal eben raus und wir sehen, und das finde ich mal ganz schön, ich meine, das ist jetzt kein Lichtriese, ne? 24 bis 50 ist kein Zoom-Wunder und es ist auch kein Lichtriese, aber wenn man sich dieses Objektiv mal anschaut, es ist nicht groß. Und es ist ein Vollformat-Zoom-Objektiv. Man muss es am Anfang ein bisschen rausfahren, ne, um auf die 24 zu kommen. Dann ist es einsatzbereit. Und jetzt seht ihr auch schon, relativ kleine Öffnung, relativ lang und dünner. Ich würde jetzt fast sagen Schlauch hier vorne. Dass das jetzt nicht so irre lichtstark sein kann, sieht man schon in der Konstruktion. Aber nichtsdestotrotz gehört zum Lieferumfang natürlich mit einem Front- und einem Rückdeckel. Wobei, auch da muss ich sagen, den Frontdeckel empfinde ich ja mehr so als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Da wird bei mir privat zumindest immer ein UV-Filter vorne drauf gesetzt, damit die Frontlinse geschützt ist und ich die nicht ständig putzen muss, sondern wenn den Filter. Und dann verzichte ich auch meistens auf diese Deckel. Nehmt das
ein bisschen mit Vorsicht, wenn da Sonneneinstrahlung reinknallt, wenn ihr die Kamera unachtsam irgendwo stehen lasst, dann kann es sein, dass ihr hinten was beschädigt im Kameragehäuse. Von daher ist für viele so ein Objektivdeckel doch eine gute Entscheidung. Aber ich achte eigentlich immer darauf, dass die Sonne nicht in meine Objektive scheint und dementsprechend habe ich da kein Problem mit. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann hier das Wichtigste, doppelt gesichert, natürlich die Kamera. Es ist eine unangenehme Position, hier so auszupacken, aber ich will ja, dass ihr hier auch was sehen könnt über diese Kamera und darum mache ich das mal so ein bisschen seltsam. Und hier sitzt noch eine Schutzfolie auf dem Display, die zieht man dann natürlich ab, sonst ist einem der Aufkleber logischerweise im Weg, dass ich das erkläre. Ja, und wir setzen es mal dran, dann habt ihr eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie das aussieht, wenn das Objektiv auf der Kamera sitzt. Und jetzt wollte ich das ganz charmant einhändig machen, aber ich merke, da ist zu viel Druck drauf, das geht nicht. Vielleicht ein kleiner dicker Praxistipp beim Objektiv ansetzen oder generell wechseln, die Kamera ruhig nach unten halten, weil der Staub hat die Angewohnheit, von oben nach unten zu fallen und so verschmutzt ihr euren Sensor weit weniger häufig, als wenn ihr immer schön in den Sensor reinschaut, wenn ihr... Geil, dieses Geräusch, wenn ihr das Objektiv dran setzt. So, und dann fahren wir es aus und da haben wir es auch schon. Kamera wäre jetzt schon fast startklar. Was fehlt noch? Klar, ein Akku. Und ich sehe von hier aus nicht alles. Das heißt, ich muss hier mal eben um die Ecke luren. Und ihr habt es schon gesehen und ich nicht. Natürlich ist hier auch der Akku dabei. Das ist auch ganz schön für den Transport. Kommt der hier mit so einem kleinen Schutz, damit die Kontakte nicht irgendwie verschmutzen oder irgendwo beschädigt werden. Das ist hübsch gemacht. Und Ladegerät haben wir schon gesehen. Den Akku setzen wir klassisch hier unten rein. Da ist auch so eine kleine gelbe Verriegelung, das macht es einfacher. Zack, jetzt hat der Gerät Strom und wir können sofort loslegen. Ja, das ist also im Karton. Ihr habt eigentlich ein voll einsatzbereites System. Eine Kamera mit Gurt, mit Akku und in dem Fall, weil ich mich für das Kit entschieden habe, eben mit dem 24 bis 50 mm Blende 4 bis 6,3. Was ich euch anraten würde, mal abseits des Gurtes, UV-Filter, ich weiß, da gibt es Puristen, die schreien, macht das nicht. Ich finde das sinnvoll, also den darf man draufsetzen. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist eine Speicherkarte. Kamera hat ja zwei SD-Karten-Slots, mindestens eine müsstet ihr haben, damit ihr überhaupt fotografieren könnt. Und nehmt keine langsame. Das wär tragisch bei so einer Kamera. Also ruhig ein bis zwei schnelle SD-Karten kaufen. Und was ich der Kamera außerdem gönnen würde, wäre ein zweiter Akku. Das befindet sich so gut wie nie im Lieferumfang. Und wenn ihr einen zweiten Akku habt, seid ihr deutlich, deutlich entspannter draußen unterwegs. Denn wenn euch Strom oder Speicherplatz ausgehen, avanciert das hier zu einem echt luxuriösen Briefbeschwerer. Und das wäre schade. Ja. Soweit mein Blick in den Karton. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr Fragen habt, ihr kennt das Spiel, schreibt uns über Facebook oder Instagram. Für die Bestellung oder weitere Informationen zu der Kamera besucht unseren Online-Shop unter www.foto-erhard.de. Wir freuen uns auf euch.